Hey ho, heute basteln wir mal keine Hardware zusammen, sondern wir machen Geschichtsunterricht. Natürlich geht es um den Umbau der Floppy in diesem Video, und zwar von 220 Volt Netzbetrieb auf 240 Volt Betriebsspannung. Geschichtlich hat das den Hintergrund, dass in Deutschland und in vielen anderen europäischen Ländern bis 1987 220 Volt als Netzspannung vereinbart waren. In anderen Ländern waren es 240 Volt, beispielsweise Großbritannien. 1987 hat man sich dann entschlossen, europaweit 230 Volt einzuführen. Das Problem jetzt für die Floppy und für einige andere Geräte aus dieser Zeit, dadurch, dass die Betriebsspannung angestiegen ist, hat sich auch die Leistungsaufnahme erhöht, auch die Stromflüsse innerhalb der Geräte waren höher. Die alten Floppys mit dem großen Gehäuse, also dem intern verbauten Transformator, die hatten schon unter 220 Volt das Problem, dass sie eigentlich relativ warm wurden, weil relativ viel Leistung von den Festspannungsreglern in Wärme umgewandelt werden musste. Die Anhebung der Betriebsspannung, eben die Netzspannung in Europa auf 230 Volt einheitlich, hat dieses Problem natürlich noch verschärft, weil jetzt noch mehr Spannung und noch mehr Leistung in Wärme umgewandelt werden musste. Wenn man also seiner Floppy jetzt was Gutes tun möchte, dann setzt man intern die Verschaltung von 220 Volt Versorgungsspannung auf 240 Volt. Dadurch werden die Spannungsregler weniger warm und die Bauteile leben insgesamt länger. Hier auszugsweise das Schaltbild einer 1541 Floppy, nur die Spannungsversorgung, kommt also hier die Netzspannung rein, wird heruntertransformiert und über Brückengleichrichter und Festspannungsregler kommen hinten 5 Volt für die Elektronik und 12 Volt für die mechanische Elektrik, sprich Motoren, raus. Was uns jetzt bei dem Umbau entgegenkommt und das Ganze sehr einfach macht, das ist der Umstand, dass Commodore diese Thematik, dass zwei verschiedene Versorgungsspannungen in Europa herrschten, ganz einfach damit erschlagen hat, dass sie in der Primärseite des Trafos bei der Wicklung, so wie es hier symbolisiert ist, einen Abgriff gemacht haben für die 220 Volt, also quasi eine etwas verkürzte Spule und dann die komplette Spule für 240 Volt verwendet hat. Bei deutschen Floppys oder allen im 220 Volt Netz muss man sich also so vorstellen, dass nicht hier der Anschluss war, sondern hier die Verbindung geschaffen wurde. Natürlich auch wieder über Einschalter und Sicherung. Das bedeutet jetzt für uns im Umkehrschluss, dass wir genauso wie es hier gezeichnet ist, diesen 240 Volt Abgriff verwenden wollen und nicht mehr den 220 Volt Abgriff. An dieser Stelle ist es jetzt mal Zeit für den, ich weiß, lästigen, aber vielleicht doch auch wichtigen Sicherheitshinweis. Wir arbeiten hier im Bereich der Netzspannung. Natürlich nicht, während wir den Draht umlöten, da ist bitte alles stromlos, aber später führt dieser Draht eben auch Netzspannung. Und wenn man sich da seiner Löterei nicht sicher ist oder nicht genau weiß, wo man diese Drähte anschließen muss, bitte lasst es einen Freund machen, wie auch immer. Beispielsweise, wenn hier auch steht Hotline, das soll also die Phase sein. Ich habe hier so einen Schuko-Stecker, den kann ich aber so rum in die Steckdose stecken und so rum. Das heißt, die Phase ist mal links oder mal rechts. Das hier ist also eine Idealvorstellung. Die Phase kann genauso gut hier unten rumlaufen. Wem jetzt diese Ausführung so überhaupt nichts gesagt hat, ja, überlegt euch, ob ihr euch das wirklich selber zutraut, denn wie gesagt, Netzspannung kann gefährlich sein. Um jetzt diesen Umbau vornehmen zu können, muss man also die Floppy natürlich öffnen. Das sind 4 Schrauben an der Gehäuseunterseite und dann einfach den Deckel abheben. Zur Dokumentation und Demonstration werde ich jetzt mal eben die Ausgangsspannungen der Brückengleichrichter messen. Also hier diese beiden Brückengleichrichter. Da kommt also die Wechselspannung rein, wird über Dioden gleichgerichtet und hier kommen dann die Gleichspannungen wieder raus. Man sieht das, das sind die beiden Brückengleichrichter. Hier relativ gut, dass in der Mitte AC die Wechselspannung reingeht und außen jeweils Plus und Minus die Gleichspannung wieder rausgeht. Wie gesagt, nur zur Demonstration. Normalerweise, wenn es nicht erforderlich ist, nicht unbedingt mit Messspitzen in einem unter Spannung stehenden Gerät rumfummeln. Also als Messbereich erwarte ich so um die 20 Volt Gleichspannung. Messgerät einschalten und dann versuche ich mal die Messspitzen so hinzuhalten, dass man auch was erkennen kann. Einmal Plus, einmal Minus. Dann haben wir 11,2 Volt ungefähr. 11,2 Volt sollte man fast annehmen, das wäre für die 12 Volt Versorgungsspannung weit gefehlt. Das sind nur für die 5 Volt die Versorgungsspannung. Also die Ausgangsspannung der Brückengleichrichter soll für die 5 Volt Versorgungsspannung in der Floppy sein. Dann schauen wir mal eben, wie es bei der 12 Volt Versorgungsspannung ist.
da geht es nämlich über den Messbereich schon hinaus. Also das ist jetzt dieses Anzeichen des Messgeräts, dass der Messbereich zu klein gewählt ist. Dann gehen wir mal nochmal eins hoch auf 200 Volt Gleichspannung. 21,2, 21,3 Volt. Und daraus werden 12 Volt gemacht zum Schluss. Also auch nicht ganz das Doppelte, aber doch schon einiges an Überspannung, die eben später vom Spannungsregler wieder abgebaut werden muss, in Form von Wärme. Und das notiere ich mir auch mal eben, nur zum Vergleich, wie es dann eben nach dem Umlöten dieses Drahtes ist. Also schreibe ich mir auf Alt 5 Volt, das waren 11,3 Volt in und 12 Volt, das waren 21,2 Volt in. Um jetzt diesen Draht am Transformator umlöten zu können, müssen wir natürlich an den Transformator ran. Der sitzt unterhalb dieser Platine. Die Platine ist mit 1, 2, 3, 4, 5 Schrauben befestigt. Und an der Seite sind hier auch nochmal zwei Schrauben, die also direkt auf diesen monströsen Kühlkörper draufgehen, damit hier also wirklich ein guter Kontakt zwischen Kühlkörper und dem Chassis besteht. Man kann auch daran schon wieder erkennen, dass Commodore also auch damals schon verstanden hat, dass man da ein gewisses Problem, eine gewisse Thematik mit der Wärme hat, die es abzuführen gilt. Das sind die beiden Festspannungsregler. Einmal 5 Volt, einmal 12 Volt. Und die beiden sitzen also fest verbunden auf diesem riesen Kühlkörper. Und der wiederum ist fest verbunden mit diesem riesen Chassis, dass also wirklich möglichst viel Wärme über das Metall an die Umgebungsluft abgegeben werden kann. Nachdem diese ganzen Schrauben gelöst sind, nachdem ich ja ein fauler Hund bin, mache ich mir nur den einen Stecker hier lose und klappe mir die Platine an dieser Kabelseite nach rechts. Dann brauche ich nämlich auch keine Kabel und Stecker lösen. Dann habe ich nämlich später auch kein Problem, dass ich nicht mehr wüsste, wo die hingehören. Hier haben wir also jetzt unseren Transformator. Dieses Kabel, das ist der Ausgang des Transformators. Das ist also das, was zu den Brückengleichrichtern geht. Die Ausgangsseite braucht uns nicht kümmern. Daran machen wir auch nichts. Und dann sieht man hier einige Kabel, die in den Transformator reingehen. Ausgerechnet dieses Kabel, also es müssen drei sein. Einmal das rote, einmal hätten wir hier das weiße und dann ist es noch ein schwarzes. Das ist dieses. Man sieht es hier, das ist halt einfach lose bzw. mit einem Schrumpfschlauch isoliert. Aber da ist nichts angeschlossen. Man sieht es natürlich hier sehr schlecht. Ich mache das mal auf diesen Kabelbinder. So. Ich hoffe, man erkennt es jetzt besser. Das ist dieses dritte Kabel, das in den Transformator reingeht. Das sind die drei Kabel für die Primärseite. Also genau eins, zwei, diese drei Kabel sind das. Von den Kabelfarben. Bitte nicht auf irgendeine Kabelfarbe einschießen, es geht hier nicht um die Farbe, denn wenn der Hersteller mal eine andere Farbe genommen hat, dann muss das nicht unbedingt übereinstimmen. Das wird auch der Grund sein, warum hier gar keine Farben im Schaltplan stehen. Worauf wir jetzt auf der Suche sind, das ist der Widerstand dieser Spulenwicklung auf der Primärseite des Transformators. Und zwar entweder über den etwas kürzeren Weg, über diesen Abgriff, die 220 Volt, oder wird bereits die komplette Spulenwicklung verwendet über den 240 Volt Weg. Je länger der Weg in der Spule, desto länger ist natürlich der Draht. Das heißt, desto höher ist der Widerstand. Es ist also hier ein kleinerer Widerstand zu erwarten, als hier, wenn die komplette Spulenwicklung verwendet wird. Das differiert nicht viel, das sind nur ein paar Ohm. Und genau diesen Unterschied, den wollen wir uns jetzt rausmessen. Dazu habe ich mein Messgerät eingestellt auf 200 Ohm. Wir erwarten irgendwas im Bereich von 40 Ohm, 45 Ohm. Ich möchte also die beiden äußeren Pins der Kaltgerätebuchse messen und lande hier bei 39,8 Ohm, 39,9, so um den Dreh. Zum Vergleich brauche ich jetzt das dritte Kabel des Transformators, dieses schwarze, das da vorhin frei in der Gegend rumhing. Was wir jetzt gemessen haben, war also der Weg vom linken Pin der Kaltgerätebuchse über das schwarze Kabel zum Einschalter, vom Einschalter zur Sicherung, von der Sicherung das rote Kabel in die Primärwicklung des Transformators und dann mit dem weißen Kabel kommt es da wieder raus, zurück zur Kaltgerätebuchse auf den rechten Pin. Diesen Weg haben wir gerade gemessen, 39,8, 39,9 Ohm. Ich messe jetzt zwischen dem rechten Pin meiner Kaltgerätebuchse, weil ja hier über das weiße Kabel die direkte Verbindung zu der Primärwicklung des Transformators besteht. Und mit der anderen Messspitze nehme ich jetzt das schwarze Kabel und habe hier meinen Widerstand von 43,1, 43,2 Ohm.
Und das ist genau der Unterschied, den wir herausfinden wollten. Jetzt nicht vom Wert, das sind 4, 5 Ohm. Das ist natürlich nicht dramatisch viel. Aber jetzt haben wir hier die längere der beiden Wicklungen, beziehungsweise die komplette Wicklung der Primärseite gefunden. Die kürzere Wicklung waren 39,3 Ohm, bei der längeren haben wir 43,2. Wenn sich jetzt bei dieser Messerei herausstellt, dass schon die komplette Trafo-Primärwicklung verwendet wird, also mit dem höheren Widerstand, dann muss man hier natürlich nichts mehr umlöten. Dann wurde entweder die Floppy schon mal umgebaut oder sie wurde originär sowieso in ein Land verkauft, in dem man 240 Volt Netzspannung hatte. Und jetzt ist also klar, welches Kabel wir brauchen bzw. was wir wo anlöten müssen. Das hier waren die 39 Ohm über den 220 Volt Abgriff. Das rote Kabel, so wie es also momentan ist. Über die komplette Wicklung gemessen waren es 43 Ohm über das schwarze Kabel. Das heißt, wir löten jetzt also nur dieses rote Kabel ab und das schwarze Kabel stattdessen hier an. Hierzu muss natürlich das rote Kabel erstmal freigelegt werden. Dieser Kabelbinder kann weg. Und auch der alte Schrumpfschlauch kann weg. Da natürlich etwas vorsichtig sein. Das alte Kabel natürlich erstmal ablöten. Aha, das ist hier so eingehakt. Okay, raus damit. Ich zwick diesen Draht ab, werde aber nachher trotzdem noch einen Schrumpfschlauch drauf machen. Einfach nur, damit das Ding sicher isoliert ist. Den schwarzen Draht natürlich erstmal verzinnen. Und ich schaue auch mal, ob ich die Buchse frei kriege, dass man das Loch eventuell wieder verwenden kann. Spitzentipp von einem, der es immer falsch macht: den Schrumpfschlauch, bevor man lötet, auf das Kabel aufziehen. Nachdem nämlich das Kabel angelötet ist, ist es immer ein bisschen doof, da diesen Schrumpfschlauch wieder drauf zu kriegen. So, dann ziehe ich mir hier mein Kabel sauber durch die Buchse durch. Jetzt kann mir das auch nicht wegflutschen. Das heißt, ich habe keinesfalls eine kalte Lötstelle, weil ich eventuell die Lötstelle beim Erkalten bewegt habe. Und da darf man ruhig ein bisschen mehr drauf geben. Ist ja nun mal auch eine große Lötstelle. So. Dann den Schrumpfschlauch möglichst weit über die Lötstelle drüber schieben. Bevor ich den Schrumpfschlauch aber schrumpfe, mache ich noch eben die Kontrollmessung. Und zwar wieder vom rechten Pin der Kaltgerätebuchse auf meinen Sicherungshalter. Und dann habe ich genau meine 43,2 Ohm, die ich vorhin auch rausgemessen habe. Das passt also soweit, weil die 43 Ohm bedeuten, dass wir die komplette Wicklung des Transformators benutzen. Für den Schrumpfschlauch, ich weiß, man kann das auch mit dem Feuerzeug machen, aber ein bisschen Vorsicht, eine Feuerzeugflamme kann mehrere hundert Grad Temperatur erreichen und möglicherweise die schöne Lötstelle wieder aufschmelzen. Ich habe halt hier so eine kleine SMD-Heißluft-Lötstation, mit der geht das also wunderbar. Nachdem das alles schön verschrumpft ist und auch nochmal durchgemessen, kann also auch die Platine wieder draufgesetzt werden. Ich stecke auch gleich mal die Ausgangsseite des Transformators wieder an, also die eigentliche Spannungsversorgung. Denn ich möchte jetzt nochmal an den Brückengleichrichtern die neue Spannung messen. Wir haben ja vorhin gemessen, wie es eben mit der alten Konstellation war. Ich gehe mal wieder auf 20 Volt, diesmal erwarte ich wirklich nicht mehr. Floppy anstecken. Natürlich erstmal ohne Spannung und einschalten. Läuft schon mal an wie gewohnt, das ist schon mal ein gutes Zeichen. Und dann schauen wir mal, hier auf der Seite hätten wir 10,06, das waren vorher 11,3. Und auf der Seite hätten wir 19,3, 19,4, vorhin waren es 21,2. Das heißt, wir haben jetzt neu 10,1 Volt in und 19,3 Volt in an den beiden Brückengleichrichtern. Das ist natürlich jetzt nicht die Welt,
Nachdem sich aber die Leistung ja im Quadrat zur zugeführten Spannung entwickelt, ist es also schon so, dass die beiden Festspannungsregler, die ja sowieso vorher schon überbelastet waren, einfach ein bisschen entlastet werden, dadurch, dass jetzt etwas weniger Eingangsspannung ankommt. Also es ist immer noch ein Hammer, 10,1 Volt kommen rein, 5 Volt sollen raus. Bei den 12 Volt schaut es also ähnlich aus. Jetzt haben wir 19,3 Volt, die vom Brückengleichrichter rausgehen. Vorhin waren es 21,2 Volt. Klingt nach nicht viel, sind nur 2 Volt Unterschied. Trotzdem muss der Festspannungsregler, der 12 Volt ausgeben soll, jetzt nur noch 7 Volt abbauen, sprich als Verlustleistung in Wärme umsetzen. Vorher waren es über 9 Volt. Es ist also schon ein Unterschied. Diese Umstellung wird also den Festspannungsreglern vermutlich ein etwas längeres Leben bescheren. Und so haben wir also mit dem Umsetzen von nur einem Draht mit nur einer Lötstelle die Umstellung der damaligen 220 Volt Netzspannung auf heute 230 Volt doch sehr gut aufgefangen. Und ich denke schon, dass sich dann dieser Eingriff rentiert hat, wenn man eben sagen kann, dass die Floppy dadurch länger leben wird.